Viele Menschen fragen mich, welchen Namen hast du? Woher kommst du? Welchen Beruf hast du? Wie alt bist du? Niemand jedoch stellt mir die wichtigste Frage. Ich möchte weg von all diesen Geräuschen. Es ist egal, wer ich bin, woher ich komme oder welche Sprache ich spreche. Wenn die wichtigste Frage ungefragt und unbeantwortet bleibt. Welchen Traum, welches Ziel hast du? Du stehst ganz am Anfang. Die meisten sagen dir, dass dein Traum unmöglich zu erreichen ist oder dass der Weg dorthin lang und beschwerlich ist. Doch du solltest es versuchen, denn es ist dein Weg. Und ja, es wird vielleicht ein anderer Weg, als ich es mir vorgestellt habe. Aber mein Traum bleibt derselbe. Vielleicht treffe ich auf Schwierigkeiten, doch Schwierigkeiten sind Teil meines Lebens. Den Mut zu haben, diese Hürden anzunehmen, sich ihnen zu stellen, bedeutet, sein Leben genießen zu können. Für mich soll alles, was ich mache, mit Gefühl gemacht und mit Gefühlen verbunden sein. Denn ein Leben ohne Traum ist wie ein Körper ohne Seele. Ohne Traum hast du keinen Weg. Kannst du nicht weitergehen in diesem Leben. Alles wird vorübergehen, nichts ist von Bedeutung, außer dem, was dir nach deinem letzten Gang bleibt. Ich denke, wenn man seinen Traum nicht verfolgt, kann man auch alle anderen Dinge im Leben nicht genießen. Man sollte sich immer wieder selbst neu kennenlernen, um auf alle Fragen, die mit dem eigenen Traum zu tun haben, auf das Wann, das Wo, das Wie und Warum eine Antwort zu finden, seinem Traum näher zu kommen und ihn schließlich zu erreichen. Ich dachte immer, dass ich genug Zeit habe, doch nachdem ich einige wichtige Personen in meinem Leben verlor, habe ich erkannt, dass dieses Leben sehr kurz sein kann. Ich versuche jeden Tag so zu genießen, als ob es der letzte Tag in meinem Leben wäre. Irgendwann wird dieser Tag kommen und ich möchte mir dann nicht sagen müssen, dass ich meine Ziele hätte erreichen können, wenn ich es nur versucht hätte. Für den Versuch wird es dann zu spät sein. Aber jetzt ist es noch nicht zu spät.